Hallo Klickenabendler, wir, das sind Matthias, hallo, und der Smooker und in dem Fall wieder die Niki hinter der Kamera und die Berner kümmert sich um die Ayana. Das war gerade der Finger von der Niki. Wir haben noch weitere Queen Games Neuheiten gespielt in Bonn und zwar Clash of Vikings von Anthony Rubo wahrscheinlich. Anthony Rubo, ja, so steht es zumindest drauf. Genau. Ist für 2 bis 4 Personen ab 8 Jahre und in 25 Minuten gespielt. Ist in einer kleinen Schachtel, wie ihr hier seht. Das ist noch ein Mockup, aber das sind kleine Schachteln, in denen wird dieses hier rauskommen und das nächste Spiel, was wir euch noch vorstellen. Ist ein Jux und Gaudi-Spiel. Jux und Gaudi-Spiel, wo es darum geht, ja, anderen was wegzunehmen, auf die Fresse. Auf die Fresse und schön blöffen dabei und wer falsch blöfft, der kriegt noch mehr auf die Fresse. Genau. Ihr habt verschiedene Karten, jeder hat dasselbe Kartenset, die werden gemischt und ihr zieht genau 2 Karten davon auf. Je nachdem, welche Variante ihr spielt, sind alle Karten drin oder es kam, glaube ich, raus ein Schild, ein Slingshot und ein Punch. Genau. Dann muss man einfach mehr bluffen, weil öfter mal was nicht geht. Ihr stellt eure Figur hier hin, die startet hier wie in einem Boxring. Musst ihr eigentlich nochmal das Weißabgleich jetzt anpassen oder ist okay? Okay. Ihr startet wie in einem Boxring hier auf einem Hocker und ihr versucht die hier einzusammeln, indem ihr drüber lauft und dann, wenn ihr wieder runter geht, erscheinen hier neue oder andere Leute zu boxen im Nahkampf und im Fernkampf. Das war es im Prinzip schon. Wenn man dran ist, spielt man eine seiner Karten aus. Genau, wir haben 2 auf der Hand, spielen 2 aus. Erstmal eine, legen sie eben beim Tableau entsprechend auf dem richtigen Feld an und sagen eben, was wir davor haben. In dem Fall wäre das alles blöd. Ja doch, ich könnte tatsächlich das da machen. Genau, dann machst du entweder einen Hammer oder einen Slingshot. Genau, würde jetzt sagen, wäre ein Slingshot. Dann wird umgefragt, ob mir das glaubt. Wenn ihr es mir nicht glaubt, muss ich es aufdecken. Und wenn es dann halt kein Slingshot ist, dann darf derjenige, der es angezweifelt hat, eben einen deiner Chips mitnehmen. Wir haben am Anfang einen 1er, einen 2er und einen 3er Chip. Genau, die sind aber verdeckt, das heißt, man weiß nie genau, was man kriegt. Und wenn es halt die Wahrheit war, dann darf ich eins von dir klauen und dann trotzdem die Aktion durchführen. Und wenn es mir alle glauben, darf ich sie machen, egal ob es richtig war oder nicht. Genau. Jo. Dann gehen wir mal kurz die Aktion durch. Es gibt einen Walk, das ist immer nur ein Schritt. Dann gibt es den Sprint, der würde dann 2 Felder weitergehen. Ja. Dann haben wir den Slam, das heißt, das ginge hier so, das muss 2 Felder laufen auf eine Figur drauf und bewege die auf ein anderes Feld. Genau, außer nur aufs Wasser geht irgendwie nicht. Dann gibt es den Club, das wäre eben hier ein Benachbarter, den ich angreife. Und dem ich dann eben auch eins seiner Plättchen einfach wegnehme in dem Fall. Alsselbe gibt es den Punch, dann verliert er aber eins seiner Plättchen aber auf ein Nachbarfeld, was ich bestimmen darf. Ich darf es dann auch ins Wasser legen, dann kommt es aus dem Spiel raus. Genau. Hammer auch so, dass ich es wieder direkt vom Gegner wegnehmen dürfte, müsste dann aber eben mindestens ein Feld oder 2 Felder dann entfernt sein. Mindestens ein Feld. Und beim Slingshot muss es mindestens 2 Felder entfernt sein und dann verliert man wieder auf dem Nachbarfeld. Und dann gibt es noch ein spezielles Feld, das ist das hier, wenn man hier auf dem Feld steht, wenn man wieder dran ist, kriegt man tatsächlich 2 Marker hier, das ist King's Hill, kennt man aus Computerspielen, verteidige den Berg. Genau, du sagst es schon, wenn man hier vom einen weggenommen hat, kommen wieder welche nach. Das Spiel ist zu Ende, wenn hier alle Chips weg sind. Eine Karte haben wir noch vergessen, das Shield. Ah, ja. Wenn ich nämlich angegriffen werde mit einer dieser 4 Aktionen, kann ich behaupten, ich hätte ein Shield, um mich eben zu schützen. Wird es nicht angezweifelt, bin ich geschützt, werde ich nicht angegriffen. Ansonsten die gleichen Regeln. Ne? Also wird angezweifelt, aber es stimmt, kriege ich vom Gegner wieder ein. Stimmt es nicht, werde ich eben angegriffen und verliere sogar einen zusätzlich. Genau. Das Tableau hat 2 Seiten. Das ist dann die schwierige Seite, wo man mehr blöffen muss oder die leichte. Dementsprechend sieht man auch, wie viele Karten jeder davon auf der Hand haben sollte. Man kann natürlich auch mitzählen. Und dann gibt es hier noch dieses komische L, das hat auch einen Sinn und Zweck. Ihr tut nämlich hier markieren, welche Karten ihr sozusagen diese Runde noch nicht genommen habt, genau sieht man hier. Und auf der anderen Seite, welcher schon Ablagestapel ist. Wenn man nämlich einmal durch ist, wird das Ganze wieder gemischt, weil das Spiel endet erst, wenn alle Marker aus dem Vorrat raus sind. Genau, das war's. Clash of Vikings, ein, wie gesagt, Jux und Gaudi-Spiel. Von dieser Art von Spielen gibt es schon ein paar auf dem Markt, wenn ihr so Spiele mögt, halt wie, hat er jetzt die Karte gelegt oder nicht? Und ich decke das jetzt auf oder nicht und habe da ganz viele Emotionen am Tisch, dann ist das auch wieder was ihr sicherlich mögen werdet. Ja, also wer auf Bluff-Spiele steht, der ist hier sicherlich nicht verkehrt, wo es auch mal ein bisschen irgendwie dem einen nochmal doppelt was wegnehmen. Ja, wieso greifst du mal mich an? Genau. Kleine Schachtel, kleiner Preis, ich glaube, das war so um die 15 Euro oder sowas dürfte die Schachtel hier sein. Genau, und erscheint jetzt auch im Herbst. Genau, im Oktober in Essen könnt ihr es kaufen.